Die Umgebungstemperatur bei unseren Tests lag im Büro bei 23,8 Grad. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr sparen. Palmen anbauen, Ananas anbauen. Deswegen sieht es auch bei uns so aus. Wir haben nichts gemacht. Das ist automatisch, das ist einfach natürlich gewachsen wegen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Ihr seid irgendwie an eine horrende Summe Geld gekommen und überlegt euch deswegen, eine 4090 zu kaufen, wisst aber nicht, welches Custom Design ihr wählen wollt. In diesem Video schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was ihr von den Custom Designs erwarten könnt, welche Temperaturen, welche Leistung und welche Taktraten. Eins haben alle RTX 4090 Designs gemeinsam. Sie sind sehr, sehr monströs und haben sehr, sehr große Kühlkörper. 5 der 6 getesteten Custom Designs belegen sogar mindestens 3 Slots an der PCI-Blende und brauchen natürlich auch viel Platz im Rechner. Damit kann nicht nur ein zu schwaches Netzteil ein Problem sein, sondern auch das Gehäuse selber. Wer 35 x 7,5 x 13,5 cm im Rechner freiräumen kann für seine Grafikkarte, der bekommt allerdings jedes dieser Designs unter. Natürlich ist aber diese Größe des Kühlkörpers und damit die Größe der Grafikkarte ausschlaggebend für die Kühlleistung. Natürlich gibt es auch bei einer 4090 die Möglichkeit, manuell das Powerlimit zu erhöhen, und das reizen einige Hersteller ziemlich weit aus. Aber dazu später mehr. Erstmal haben wir euch für jedes Modell ein paar wichtige Eckdaten zusammengetragen. Dazu gehört natürlich auch das maximale Powerlimit. Außerdem haben wir jede Grafikkarte auf die Waage gepackt und das Gewicht gemessen. Und natürlich haben wir das Maßband angelegt und die Länge, Höhe und Breite der Karten herausgefunden. Wir wollen aber natürlich auch die Leistung, den Takt und die Temperatur der Custom Designs herausfinden. Und dafür haben wir jede Karte in unser Testsystem eingebaut und getestet. Was haben wir überhaupt getestet? Und wie sieht unser Testsystem aus? Das Ganze ist ein offenes System, also hat kein Gehäuse. Das muss man natürlich beachten, weil die Temperaturen damit ein bisschen anders sind. Versorgt wird das Ganze von einem 850 Watt Netzteil, das tatsächlich vollkommen ausreichend ist. Als CPU haben wir einen etwas in die Jahre gekommenen i9-10900K ausgewählt. Da es sich um einen reinen GPU-Test handelt, reicht diese CPU auf jeden Fall. Im Test wird natürlich hauptsächlich die GPU belastet. Und sämtliche Einflüsse der CPU sollten so weit wie möglich wegfallen. Deswegen haben wir auch die CPU mit einer All-in-One-Wasserkühlung gekühlt, um den Temperatureinfluss auf die Grafikkarte niedrig zu halten. Die Umgebungstemperatur bei unseren Tests lag im Büro bei 23,8 Grad. Wir wollen natürlich zum Testen eine realistische Spielelast simulieren. Deswegen verwenden wir Cyberpunk 2077 als Benchmark-Szenario. Da es sich um wirklich starke GPUs handelt, haben wir in 4K getestet. In den Settings haben wir das Ultra-Preset gewählt, Raytracing Psycho und DLSS Quality eingeschalten. Unsere Benchmarks beinhalten erstmal eine 10-minütige Aufwärmzeit. Und dann haben wir den PC Games Hardware Benchmark Red Light Alley durchlaufen lassen. Jeweils 3 Durchläufe und das Ganze akkumuliert nach Frametimes bzw. Frames pro Sekunde. Und das soll der Anhaltspunkt für die Spieleleistung der Custom-Modelle sein. Der wichtigste Faktor ist aber natürlich die Temperatur und der Takt des Chips. Und dafür haben wir wieder das Spieleszenario Cyberpunk gewählt. Die GPU läuft dabei unter Volllast und wir haben keine Begrenzung durch den Prozessor bemerkt. Die Temperatur und den Takt haben wir per River Tuner Overlay gemessen und beobachtet. Einen Lautstärketest konnten wir leider noch nicht durchführen. Dafür müsst ihr leider auf den vollständigen Test warten. Und damit kommen wir zu den eigentlichen Karten. Als erstes haben wir die Asus TUF, die gerade hier nicht im Studio steht, weil sie vom Folterknecht Phil in seiner Testbench malträtiert wird. Bei der Asus TUF handelt es sich um eine sehr, sehr hübsche Karte. Die Metallabdeckung macht auf jeden Fall einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Mit ganzen 2,3 Kilogramm ist das Ganze auch ein echter Backstein. Es handelt sich bei der TUF außerdem um eine der stärksten und kühlsten Designs in dieser Übersicht. Bei 2790 MHz liegt die Chiptemperatur gerade mal bei 60 Grad, was schon ein sehr, sehr guter Wert ist. Mit 73,3 FPS im Cyberpunk-Benchmark liefert sie außerdem eine sehr, sehr gute Framerate. Das Standard-Power-Limit von 450 Watt kann bei dieser Karte tatsächlich um 33% auf 600 Watt erhöht werden. Die genaueren Werte könnt ihr hier nochmal in dieser kleinen Tabelle sehen. Kommen wir zur nächsten Karte. Und das ist die Gigabyte Gaming OC. Es ist eine der größten Karten, wenn nicht sogar die größte. Sie hat einen sehr massiven Kühler und auch wie die anderen ein Flow-Through-Design. Leider wirkt die Kunststoffabdeckung etwas billig. Dafür hat man aber schöne RGB-Beleuchtungselemente innerhalb der Lüfter, die auf jeden Fall was hermachen. Der große Kühler zeigt natürlich seine Wirkung. Die Karte erreicht in unserem Test einen Takt von 2745 MHz und eine Temperatur von 61 Grad. Damit ist auch genug Spielraum für Übertaktungsversuche. Denn auch die Gigabyte-Karte unterstützt ein Powerlimit von bis zu 600 Watt. Im Cyberpunk-Benchmark liefert die Karte dank der guten Kühlung eine Framerate von 72,4 FPS. Weitere Daten könnt ihr wieder unserer kleinen Tabelle entnehmen. Und damit zu 2 ganz besonderen Kandidaten, denn MSI hat uns gleich 2 Custom Designs geschickt. Und das ist einmal die
MSI Supreme X und die große wassergekühlte Schwester Supreme X Liquid. Beide GPUs sind natürlich die absolute Oberklasse der Custom Designs von MSI. Während die Supreme X klassisch mit Luftkühlern versorgt ist und über einen massiven Kühler verfügt, ist die Supreme Liquid X mit einer I.O. verbunden. Mit einem 240er Radiator wird direkt der Chip gekühlt, während der integrierte Lüfter, die Spannungswandler und den VRAM kühlt. Die luftgekühlte Supreme X kann vor allem durch das edle Design und ihre gute Kühlleistung überzeugen. Sie ist die einzige Karte in unserem Test, die mit einer Luftkühlung tatsächlich die 60 Grad Marke unterschritten hat. Mit 59 Grad bei einer Taktrate von 2730 MHz hätte die GPU auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Übertaktungspotenzial. Erstaunlicherweise wird dieses Potenzial aber durch das Powerlimit etwas eingeschränkt, denn das High-End-Modell lässt nur eine maximale Leistungsaufnahme von 520 Watt zu. Anders sieht das natürlich bei der wassergekühlten Version aus, denn da ist schon das Basis-Powerlimit von 450 Watt auf 850 Watt vom Hersteller angehoben worden. Mit manuellem Tuning lässt sich das Ganze dann auf bis zu 600 Watt steigern. Das Hybrid-Design wirkt auch, wie die Luftkühlung, sehr, sehr edel. Beim Radiator handelt es sich um einen 240er mit 220 mm Lüftern verbaut. Und das Ganze ist natürlich über zwei Schläuche mit der GPU verbunden. Durch die Wasserkühlung hat die Supreme Liquid X den Vorteil, dass sie sogar nur zwei Slots braucht. Natürlich muss man bedenken, dass man einen zusätzlichen Radiatorplatz benötigt. Die gute Kühlung bewährt sich in unserem Test. Wie bei einer wassergekühlten Grafikkarte zu erwarten, liegt die Taktrate bei hohen 2790 MHz und die Chiptemperatur bei niedrigen 57 Grad. Das resultiert im Benchmark in einer Framerate von 74 FPS. Und hier nochmal ein paar kleine Daten zu beiden Modellen. Auf diese Karte haben wir uns ganz besonders gefreut. Und zwar die Palit Gamerock. Die Gamerock von Palit stand schon während der letzten Nvidia-Generation für Dekadenz und Kitsch. Und da wir beides lieben, hatten wir große Erwartungen an das neue Modell. Und Palit hat diese Erwartungen auf jeden Fall erfüllt. Die Gamerock ist das Highlight unseres Testfelds, wenn es um Design und Beleuchtung geht. Aber auch leistungstechnisch kann die Gamerock überzeugen. Im Standard-Power-Limit erreicht das Custom-Design mit 2805 MHz die höchste Taktrate und bleibt mit 62 Grad Chip-Temperatur vergleichsweise kühl. Nur die weiteren Übertaktungsmöglichkeiten werden durch das maximale Powerlimit von nur 500 Watt etwas eingeschränkt. Im Cyberpunk-Benchmark erreicht die Gamerock eine Framerate von 73,8 FPS. Die Abmessungen und das Gewicht seht ihr natürlich auch wieder in der Tabelle. Der letzte Kandidat ist die Zotac Amp Extreme. Eine Grafikkarte mit, muss man schon fast sagen, 320 mm Lüftern. Die Zotac Amp Extreme ist mit so großen Lüftern bestückt, dass es sich dabei auch um Standard-Gehäuselüfter handeln könnte. Etwas flacher ist sie als die Konkurrenz, aber dafür richtig breit und lang. Die Karte kommt auf einen Takt von 2760 MHz und hält den Chip gleichzeitig bei einer Temperatur von 66 Grad. Im Vergleich zur Konkurrenz ist dieser Wert zwar etwas höher, mit ein bisschen Optimierung der Lüfterkurve, könnte aber eine bessere Temperatur drin sein. Derartig massive Lüfter bieten auf jeden Fall einige Reserven. Mit lediglich 495 Watt ist das maximale Powerlimit jedoch etwas niedriger und bietet bei der Übertaktung keinen großen Spielraum. Im Cyberpunk-Benchmark liefert Zotac's Amp-Grafikkarte gute 73,4 FPS. Gewicht und Abmessungen stehen natürlich wieder in der Tabelle. Und damit zu unserem Fazit. Alle sechs Designs liegen sehr nahe aneinander. Alle Modelle liefern einen Kerntakt zwischen 2730 und 2805 MHz. Nur 75 MHz Unterschied. Das ist also kein spürbarer Leistungsunterschied. Das zeigen auch die FPS in Cyberpunk. Unterschiede gibt es aber natürlich in der Kühlleistung. Auf der einen Seite sind wärmere Modelle, wie zum Beispiel die Zotac, die noch Optimierungsbedarf hat. Auf der anderen Seite die TUF und die Supreme, die erstaunlich niedrige Temperaturen erreichen. Schließlich ist das maximale Powerlimit der größte Unterscheidungsfaktor. Mit bis zu 600 Watt bieten einige Karten sehr große Übertaktungsreserven, während andere mit maximal 500 Watt eher weniger zum Übertakten geeignet sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch einen kleinen Überblick über die Custom Designs der 4090 geben. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Design ihr am besten findet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!